Mein Name ist Isa und ich arbeite im Bundesprogramm Respect Coaches im Jugendmigrationsdienst am Standort Aachen. Wir arbeiten mit Trägern politischer Bildung und freien TrainerInnen zusammen und organisieren Workshops an weiterführenden Schulen. Also wir organisieren die und führen die auch zusammen durch. Und zwar geht es im weitesten Sinne um das Thema Demokratieförderung. Natürlich zum einen super viel Austausch mit Jugendlichen, der mir halt sehr, sehr viel Spaß macht. Und darüber erfahre ich halt einfach, was in der Lebenswelt der Jugendlichen aktuell ist und was halt eben die Themen der Jugendlichen sind. Und ja, das positive Feedback, das wir meistens von den Jugendlichen kriegen, gibt mir halt eben sehr, sehr viel Motivation, um weiterzumachen. Wir erhalten hauptsächlich positives Feedback von den Jugendlichen. Und zwar, ja, dass die halt froh sind, dass mal was ganz anderes passiert, dass halt einfach Raum und Zeit ist, um über deren Themen zu sprechen. Und es gibt auch hin und wieder schon mal Kritik, was ich aber auch sehr, sehr gut finde, dass die Jugendlichen sich halt eben trauen, zu sagen, wenn ihnen etwas nicht so gefallen hat. Und manchmal haben die halt auch Verbesserungsvorschläge oder bringen halt eigene Ideen mit, wie man irgendwie eine Übung zum Beispiel anders gestalten könnte. Mein schönstes Erlebnis war letztes Jahr an den beiden Projekttagen, die wir an meiner Kooperationsschule organisiert haben. Und zwar hatten wir da ein Theaterprojekttag für zwei 8. Klassen. Also am Tag 1 die eine Klasse und am zweiten Tag die andere Klasse. Und an beiden Tagen waren beide Klassen super unmotiviert und hatten überhaupt keine Lust auf Theater und haben mich gefragt, was es denn jetzt eigentlich ist und was es denn eigentlich soll. Und am Ende des Tages hatten die halt richtig coole Vorführungen einstudiert und hatten super viel Spaß und das Feedback war sehr, sehr positiv und zwar, dass die Jugendlichen halt selber nicht gedacht hätten, dass es ihnen so viel Spaß macht, so ein kleines Theaterstück einzuproben. Es ging ums Thema Diskriminierung und Rassismus und das war richtig schön mit anzusehen, weil am Ende auch noch Lehrkräfte und weitere SchülerInnen dazugekommen sind, um sich das Ganze anzugucken und die Jugendlichen waren super stolz und das war sehr schön zu sehen. Tatsächlich vor den SchülerInnen, auch wenn es vielleicht eine kitschige Antwort ist, aber ich habe großen Respekt davor, ja, wie die ganze Corona-Zeit durchstehen mit Maskenpflicht, mit immer wieder anderen Regelungen und meiner Meinung nach machen die das richtig, richtig gut und lassen sich in dieser eh sehr unsicheren Zeit auch richtig cool auf unsere Projekte ein und haben großen Spaß daran. Und deswegen bin ich sehr stolz auf die Jugendlichen, mit denen ich zusammenarbeite.